Im Medaillenspiegel landete Deutschland gerade mal auf Platz 10. Das Minimalziel erreichte der deutsche olympische Sportbund damit zwar gerade noch, dennoch war es das schlechteste Ergebnis seit der Wiedervereinigung bei Sommerspielen. Woran es liegt, dass die deutsche Ausbeute nur so mäßig ausfiel und wie es mit der richtigen Sportförderung jetzt besser laufen könnte, dazu Kevin Lux. Bronze, Silber und Gold. Die Jagd nach olympischem Edelmetall ist vorbei. Was bleibt, sind sportliche Höchstleistungen, emotionale Momente, aber auch die Erkenntnis, für Deutschland enden die Wettkämpfe mit der schlechtesten Medaillenbilanz der Geschichte. Es gibt also viele Gründe, warum wir im Moment nicht so leistungsfähig sind, wie wir eigentlich sein sollten, und auch deswegen viele Notwendigkeiten an bestimmten Stellen zu verändern. Der Nachwuchsbereich ist angesprochen worden, ist bei uns sicher ein Thema. Dem deutschen Sport geht die Puste aus. Mit 33 Medaillen rutscht Deutschland im direkten Ländervergleich auf Platz 10. Weit abgeschlagen hinter China und den USA mit je 91 und 126 Medaillen. Vor knapp 30 Jahren bei den Olympischen Spielen in Barcelona sah das noch ganz anders aus. Satte 82 Mal konnten deutsche Athleten auf dem Podest glänzen. Seitdem ging es stetig bergab. Und auch für ihn regnete es bei Olympia keine Medaillen, sondern ordentlich Kritik. Der Rennkanute Tom Liebscher-Lutz kritisierte den Kanzler für seinen Schönwetterbesuch in Paris, moniert die finanziellen Kürzungen im Sport. Im Ländervergleich schafft es Deutschland auch bei diesem Thema nicht ansatzweise aufs Treppchen. China macht für die Sportförderung jährlich umgerechnet ca. 7 Milliarden Euro locker. Unsere europäischen Nachbarn investieren über 1 Milliarde in ihre Vereine, Trainer und den Nachwuchs. Deutschland mit ca. 400 Millionen Euro weit abgeschlagen. Wie kann es sein, dass Bundestrainer bei uns quasi auch über das Ehrenamt, quasi mit Honoraren von 400 bis 600 Euro bezahlt werden? Das geht doch nicht. Ja, da sind andere Länder komplett anders aufgestellt. Also, ich glaube nicht, dass die Entwicklung, wenn sie so bleiben wie bisher, sich komplett umkehrt. Was allerdings helfen könnte, das sehen wir an Japan, das sehen wir an Frankreich, dass vielleicht ein Schub dadurch kommt, indem die Olympiabewerbung des Landes möglicherweise zu einem Ruck führt, weil das machen die anderen Länder uns vor, weil dann plötzlich der Stellenwert erneuert wird. Bundesinnen- und Sportministerin Faeser machte am Rande der Olympischen Spiele im Stiftheben eine gute Figur, unterzeichnete die Bewerbung für die Olympischen Spiele 2040 in Deutschland. Auch ein neues Sportfördergesetz ist auf dem Weg. Eins steht jedenfalls fest: Erfolg kostet eben nicht nur Schweiß und Tränen, sondern auch Geld.